So, Marcellus hier, den Lernstuhl oder Hochstuhl, wie man das nennt, habe ich nachgebaut. Gibt es in Ikea zum Kaufen, aber der schließt nicht bündig ab. Da wird die Platte bis hier ungefähr und das hat mir jetzt nicht so gefallen. Jetzt habe ich mir das Material im Baumarkt gesagt. Das Holz hat an sich 15 Euro gekostet und hier der Verschluss habe ich zweckentfremdet. Da festgeschraubt und da festgeschraubt, dass wenn er hier drin steht, dass er nicht, falls er rückwärts fällt, dann fällt er hier dagegen. Und bei den Originalen, da hätte er rausfallen. Und das ist einfach sicherer. Den kann man hier mit dem Schnellverschluss aufmachen. Dann geht er rein, dann macht man zu. Also wenn ihr wollt, baut es nach. Ich habe es passgenau gebaut für unseren kleinen Sohn. Die habe ich vertieft. Habe ich einfach mit dem großen 10er Bohrer ein bisschen eingebohrt, 12er Bohrer was, und versenkt. Schaut es euch an. So schaut das aus. Die sind bündig drin. Hab die ganzen Kanten, die Spitzwand nochmal geschliffen, genauso wie hier oben. Und dem Stuhl die Platte angepasst. Hier schaut es ein bisschen vor, das ist normal. Das ist, wenn es jetzt an die Küche dran stellt oder an die Kochinsel über uns. Wie gefällt es euch? Also ich bin begeistert, ist echt schön geworden. Dauert hat es ja, 2 Stunden habe ich jetzt gebraucht. Eine Kreissäge, Bohrer, ein paar Schrauben. Ja, und alles insgesamt 17 Euro und ein paar Zerquetschte. Wenn ihr es selber baut, könnt ihr gleich in der Höhe bauen, wie ihr es braucht. Einfach bis zum Brustkorb, circa messen. Ja, und dann steht der perfekt hier drin. Also, das ist er. Ich zeige euch jetzt mal, wenn er liegt. Kann sich das mal anschauen. So schaut es aus. Das ist die Treppe vom Ikea. Oh, da sieht es. Front mal eingeschraubt. Dass man die Schrauben, dass da kein Winkel ist, dass man das sieht. Oh ja. Ist echt cool geworden. Wenn es euch gefällt, ihr könnt mir Fragen stellen. Daumen hoch würde mich freuen. Für unsere Kids. Besser als gekauft. Der Lernturm. Für Kleinkinder. Super. Alles klar. Wünsche euch einen schönen Tag. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch und viel Erfolg beim Nachbauen. Euer Marcello, ciao und einen schönen Tag noch.